Die Salzburgerin. Der ID3 hat sein erstes Facelift erhalten. Überarbeiteter Look außen, innen wurden die Wünsche der Kunden berücksichtigt und was schon richtig gut war, wurde behalten oder verbessert. Ich bin gespannt auf die Testfahrt. So, mir bleibt nur eines. Viel Spaß der Salzburgerin bei der Probefahrt. Alles Gute. Der Elektro-VW ist ein komfortabler Begleiter. Das Fahrwerk ist nicht zu hart. Der 204 PS Motor beschleunigt das Auto in 7,9 Sekunden von 0 auf 100 und die Bremsen wissen wirklich zu überzeugen. Was toll ist, beim Navigationssystem funktioniert nun endlich auch die Tankstoppplanung einwandfrei. Das ist nicht bei allen Autoherstellern so. Die wirklich wichtigste Neuerung beim Facelift des ID3 ist definitiv der Innenraum. Und es ist schon bemerkenswert, wie sich die Designer und Ingenieure in Wolfsburg die Wünsche der Kunden hier zu Herzen genommen haben. Verschwunden ist das altbackene Hartplastik und wurde ersetzt durch weiche Kunststoffapplikationen. Sieht hochwertig aus und ist vor allem nachhaltig. Denn auf Leder wurde komplett verzichtet und auch die Kunststoffeinsätze hier sind komplett aus Recyclingmaterial. So geht umweltfreundliche Produktion. Was soll man sagen? Der ID3 ist erwachsen geworden. Die große, klobige Kunststoffhaube ist verschwunden. Stattdessen zieren jetzt sportliche Längssicken die Motorhaube. Zusätzlich verfügt er hier unten noch über Lufteinlässe, die nicht nur gut aussehen, sondern auch für die Aerodynamik gut sind. Dadurch schafft die große Variante eine Reichweite von bis zu 550 Kilometern und das ist für ein Elektrofahrzeug doch schon auch überdurchschnittlich. Der ID3 ist der ideale E-Kompaktwagen, der Alltagstauglichkeit mit großer Reichweite und großzügigem Innenraum kombiniert. Ich fahre jetzt noch eine Runde und euch empfehle ich, den ganzen Artikel in der Herbstausgabe der Salzburgerin zu lesen, denn da findet ihr tatsächlich alle Infos über den i3.